Nina, ich habe dir schon auf dem Flur gesagt, du sollst es sein lassen. Setz dich da drüber, verdammt noch mal. Keine so geht es aber wohl nicht. Jetzt beruhigen Sie sich. Da setzt du dich hin. Jetzt machen Sie doch was. Setz dich mal bitte hier nach vorn. Ich habe Ihrer Tochter erlaubt, sich darüber zu setzen, ja? Zufrieden? Danke sehr. Also, Sie sollen jetzt als Zeuge aussagen. Als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Klar, soweit. Sie heißen Holger Gleisner, 45 Jahre alt. Sie wohnen in Lüdenscheid. Sie sind geschieden, Architekt und mit dem Angeklagten ja weder verwandt noch verschwägert. Das ist richtig. Ich belese Ihnen mal einfach rein, vorsorglich 55 StPO. Sie müssen auf alle Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Jetzt kommen wir mal zu dieser Nacht vom 27. auf den 28. Juli 2007. Ja, das war dieser Tag, da bin ich zu dieser Party gefahren und wollte den Leonard abholen. Wann sind Sie da hingefahren zu der Party? Ich kann mich genau erinnern, das war so gegen 2:30 Uhr nachts. Ich bin dann aus dem Auto gestiegen und dann kam mir schon hier dieser junge Mann aus der Scheune entgegen. Nee, das war ich sicherlich nicht. Ich kann mich daran erinnern, warum. Ich habe Sie angesprochen. Was haben Sie gemacht? Ignoriert haben Sie mich. Ist das nicht logisch? Wenn ich nicht draußen bei der Scheune gewesen sein kann, kann ich Sie auch nicht ignoriert haben, ja? Und Sie, Herr Gleisner, als der junge Mann Ihnen nicht geantwortet hat, was haben Sie da gemacht? Ja, bin ich dann direkt ins Haus gegangen, habe Musik gehört. Das erste Mädel, was ich gesehen habe, habe ich direkt angesprochen. Wo ist der Leonard? Und sie gesagt, ja klar, draußen frische Luft schnappen. Ich dann in meiner Hektik raus, alles abgesucht, auch in Richtung Schuppen gegangen und... Moment mal bitte, Herr Gleisner. Also Sie beide da hinten, wenn wir Sie stören mit unserer Hauptverhandlung... Nina! Wäre es besser, wir würden rausgehen und unsere Verhandlungen draußen weiterführen, oder? Oh, es tut mir leid, nein. Also, und das war kein Witz, also jetzt Entschuldigung. Dieser Kerl, mein lieber Mann, jetzt setz mal meine Tochter in Ruhe. Das geht ja wohl gar nicht hier. Zeugen, die ansetzen sich wieder. Mein lieber Mann. Herr Gleisner, setzen Sie sich mal hin und für Sie beide... Ja, wenn Sie sich unterhalten wollen, dann gehen Sie von mir aus raus, aber nicht hier per SMS hin und her. Ja, hätte ich das eher gewusst, dann wären wir auch gegangen, ne? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sind entlassen, Sie können gerne gehen. Hauptsache, Sie stören hier nicht. Nina, du bleibst hier. Okay. So, dann beruhigen Sie sich bitte alle mal wieder. Wenn Sie hier bleiben, dann stecken Sie Ihre Handys weg, ist klar, oder? Ja, ist schon so, und wir waren stehen geblieben, dass Sie gerade auf der Suche waren nach Leonard Paulus. Ja, stimmt? Entschuldigung. Also ich bin dann in den Schuppen reingegangen und habe ich den Leonard schon stöhnen hören. Und dann müssen Sie sich vorstellen, was ich da für ein Bild sehe. Ja, da liegt der, der ist in so einer Mistforke, so eine Mistgabel eingeklemmt. Da wusste ich natürlich nicht, dass die mittlere Zacke gefehlt hat. Aber alleine die Vorstellung, ja. Seien Sie doch mal ehrlich. Ist nicht das, was Sie uns da gerade erzählt haben, eine ziemlich zensierte Version der Ereignisse? Wie kommen Sie denn jetzt auf so eine Herr Formulierung? Gleisner, bevor Sie hier so lange rumstottern, sagen Sie uns mal endlich den wirklichen Grund, warum Sie mitten in der Nacht zu einem Bauernhof fahren. Doch wohl kaum, um einen 19-Jährigen da abzuholen, während Ihre 17-jährige Tochter diesen Weg ja offenbar schon ganz allein geschafft hat. Herr Verteidiger, ich übernehme Verantwortung, so wie ich das von mir aus kenne. Und ich habe gedacht, der Leonard hat auch getrunken und deshalb wollte ich ihn abholen. So einfach ist das. Das ist eine Lüge, Herr Gleisner. Wir haben vorhin schon gehört, dass Sie stinksauer waren auf den Sohn Ihrer damaligen Lebensgefährtin. Und warum? Weil der nicht darauf aufgepasst hat, dass Ihre Tochter auf dieser Party keinen Alkohol trinkt. Und er hat sogar das schiere Gegenteil getan. Er hat Sie zum Alkohol verführt. Er hat ihr was zum Trinken gegeben. Ja, das ist nicht in Ordnung. Das sehe ich auch so. Haben Sie denn dem Leonhard Paulus jemals gesagt, dass Ihre Tochter alkoholkrank ist? Jetzt sage ich Ihnen mal was. Jemals gesagt, täglich, fast täglich habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht. Nein, und wenn nicht. Er zu dieser Party geht, Ruhe, ja, dann soll er auf meine Tochter aufpassen. Das ist das Mindeste, was ich verlangen kann. Und ich habe ihm gesagt, er soll meine Tochter vom Alkohol fernhalten. Stimmt das oder nicht? Nein, eben nicht. Wie oft habe ich Sie das gesagt? Du hättest mir das eher gesagt, dann hätte ich mir auch mehr darunter vorstellen können. Das er sagt natürlich, er räumt schon ein, dass Sie ihm gesagt haben, er soll aufpassen, dass er nichts trinkt. Aber den Grund? Das ist man sagt, aufpass mal auf, dass er nichts trinkt. Herr, es ist doch wohl Grund genug, wenn ich ihm meine Tochter anvertraue. Ist das Grund genug, ja oder nein? Waren Sie in dieser Nacht wütend genug, um auf ihn einzuschlagen mit dieser Kuhglocke? Jetzt so langsam geht es hier los. Ja? Ich habe den Krankenwagen gerufen. Ich habe Verantwortung übernommen. Dann würde ich ihn doch nicht vorher niederschlagen, oder wie sehe ich das hier? Der Herr Paulus hat vorhin ausgesagt, dass er wieder zu vollem Bewusstsein gekommen ist, als Sie da neben ihm standen. Ist ja kein Wunder, dass Ihnen da nichts anderes übrig geblieben ist, als so zu tun, als ob Sie ihn da gerade aufgefunden hätten. Kann das sein, dass Sie langsam den Gipfel erreicht haben? Kann es sein, dass Sie die Wahrheit zu sagen? Haben Sie längst erreicht, Herr Vorländer.
Gehen wir mal auf die Fakten vielleicht mal wieder drauf. Keine Spuren, Sie brauchen sich nicht aufregen. Keine Spuren von Ihnen an der Glocke. Sehr wohl aber Spuren des Angeklagten. Überall Hautpartikel darauf zu finden. Woher, wenn nicht deshalb, weil der Angeklagte mit der Glocke geschlagen hat? Das frage ich Sie. Vielleicht haben Sie mal überlegt, dass ich die Glocke vorher rausgetragen habe, ja? Was soll ich denn mit überlegen? Das höre ich das erste Mal. Haben Sie die Glocke in die Scheune getragen? Ja. Ich schneide mir nichts aus den Rippen. Bei der Polizei haben Sie nichts davon gesagt. Ich höre es das erste Mal, Herr Rohwedder. Es schien mir nicht so wichtig bei der Polizei. Das aber. Wann haben Sie denn die Glocke in die Scheune gebracht? Am Tag davor habe ich Matthias geholfen, der die Party veranstaltet hat, eben alles vorzubereiten. Und da habe ich die Glocke halt eben in der Wohnung gefunden und dachte mir, okay, wenn die alle betrunken sind morgen, dann, naja, da wird irgendwas bestimmt mit passieren. Und dann habe ich sie lieber in die Scheune getragen. Und dass da was passiert ist, dafür kann ich ja wohl nichts. Noch Fragen? Keine sachliche Art. Ulrike Paulus, bitte schön. Sie bleiben unvereidigt, dürfen bitte hinten Platz nehmen. Frau Paulus, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Ich muss Sie direkt mal belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Ulrike Paulus, 42 Jahre alt. Sie wohnen in Lüdenscheid. Sie sind ledig, Physiotherapeutin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Sie wissen, ihm wird vorgeworfen, in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli diesen Jahres mit dieser Kuhglocke hier den Leonhard Paulus niedergeschlagen zu haben. Ja. Waren Sie in der Nacht auch zu Hause, als da die Tochter Ihres damaligen Lebensgefährten nach Hause gekommen ist? Oh ja, da war ich zu Hause und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also die Nacht, die werde ich so schnell nicht vergessen. Ich habe Holger noch nie so wütend und panisch gesehen, als er seine Tochter dort gesehen hat. Sie ist ja nun mal halt angetorkelt gekommen. Und ich denke mal, okay, Kinder in dem Alter haben ab und zu nun mal schon mal Kontakt mit Alkohol gehabt. Aber dass er so ausflippt, aber ich wusste ja auch nicht den wahren Grund. Das heißt, Sie wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass seine Tochter alkoholkrank ist? Um Gottes Willen, nein. Als Holger und ich damals zusammengezogen sind, hat er zwar zu mir gesagt, ich dürfte auf gar keinen Fall einen Schluck Alkohol ins Essen packen, noch nicht mal in den Sonntagsbraten oder so. Am Anfang habe ich gedacht, das ist reichlich übertrieben, aber naja, gut. Sie sagen, er war wütend, er war panisch, der Herr Gleisner. Können Sie sich noch daran erinnern, was dann genau los war? Oh ja, er hat die arme Nina genommen, an den Armen hat sie gerüttelt und geschüttelt, hat sie angeschrien. Warum hat Leo überhaupt zugelassen, dass du was trinkst und warum hast du überhaupt getrunken? Ich habe natürlich versucht, ihn zu beruhigen, aber glauben Sie mir, ich hatte keine Chance gehabt, weil Nina, sie war ja nur mal halb betrunken, jetzt musste sie auch langsam mal schlafen. Und auch zu dem Zeitpunkt wusste ich den wahren Grund immer noch nicht. Ulrike, das kann ja wohl nicht sein, ne? Aber andererseits, du bist nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Du kannst keine Grenzen setzen. Das ist der Punkt. Holger, bitteschön, was hat das bitteschön mit Grenzen setzen zu tun? Du hättest mir von vornherein die Wahrheit sagen müssen. Und was hast du gemacht? Du bist einfach nur ins Auto gestiegen und bist abgehauen. Wissen Sie noch, wie spät es da war, als er da losgefahren ist? Nach dem ganzen Trara, was bei uns zu Hause war, also so richtig, ich meine, das war so 2 Uhr nachts. Es kann aber auch 15 Minuten später gewesen sein. Und ich wäre also wirklich gerne mitgefahren oder wenigstens hinterher, aber jemand musste sich ja um die arme Nina kümmern. Wann haben Sie denn dann erfahren, dass Ihr Sohn niedergeschlagen worden ist? Ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Das Ganze habe ich um 4 Uhr morgens erfahren, nachdem er sich dann mal endlich Zeit genommen hat, um mich als Mutter zu informieren. Das ist einfach so, dass ich einfach weiß, dass du mit solchen Belangen eher leger umgehst. Was soll das denn, es ist nicht bitte? Umsonst, dass dein Sohn, ein Mann, so verantwortungslos ist. So sieht's doch aus. Hey, was geht jetzt hier eigentlich ab, ey? Holger, ich bitte dich, mein Sohn ist mit Sicherheit nicht verantwortungslos. Er hat ein Jahr in Bosnien verbracht. Und nicht, er hätte genauso gut hier 9 Monate Zivildienst ableisten können. Hat er nicht getan. Mit anderen Worten, hat er ja mal was richtig gemacht. Das war bestimmt nicht seine Idee, oder? Nee, meine. Pass auf, du hältst dich bitte mal raus, Mirko. Und weißt du was, wer verantwortungslos ist, das ist ja hier wohl die Frage. Das bist nämlich du. Sonst hättest du uns schon längst aufgeklärt, wie es wirklich mit Nina stand. Jetzt tu doch nicht so scheinheilig. Hast du nicht auch immer Geheimnisse? Hallo, erinner dich. Mit der Sache am Jugendzentrum und im Jugendzentrum, da habe ich nichts von gewusst, das habt ihr mir verheimlicht. Immer schön so, wie euch das passt, ja, damit ihr gut dabei rumkommt. Und ich glaub, immer das Gleiche. Dann mal, Eins noch, und jetzt mal ganz ehrlich von dem Brand. Holger, habe ich dir nichts erzählt, weil es hätte dich sowieso nicht interessiert. Sind wir doch mal ehrlich. Ich habe dich beobachtet, nachdem Leonhard aus Bosnien wiedergekommen ist. Hast du ihn
Jedes Mal mit Argusaugen beobachtet, egal was er getan oder was er gemacht hat. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und so langsam habe ich meine ich, du spinnst ein bisschen. Jetzt, Moment, jetzt reicht's aber dann. Ich habe es jetzt lange genug mal laufen lassen, aber mit Beleidigung bitte schön nicht. Ja, entschuldigen Sie bitte, aber gerade draußen, da kam Holger mit so einer absolut hirnrissigen Idee auf mich zu. Ulrike, das klären wir nachher. Wissen Sie, was er gesagt hat? Er hat zu mir gesagt, es könnte sein, dass er Leonards Vater ist. Was? Pass auf, Schatz. Quatsch. Das hat er nur gesagt. Nein. Das hat er wahrscheinlich nur gesagt, dass ich glaube, dass er dir niemals was antun könnte. Also, Moment. Die Situation mal erklären? Ja, kann ich. Und zwar hat Leonard in dem Sinne keinen Vater. Ich habe mich vor 20 Jahren, habe ich mich künstlich befruchten lassen. Du hältst jetzt den Mund. Schluss. Und als Holger und ich zusammenkamen, habe ich ihn auch sofort reinen Wein eingeschenkt. Habe ihm auch gesagt, dass es halt so gelaufen ist. Und jetzt gerade draußen vom Saal kommt er zu mir hin und sagte, dass er genau in diesem Institut, damals als Student, aus Geldmangel seinen eigenen Sperma abgegeben hat. Entweder gespendet oder, naja, eigentlich ja verkauft. Was? Er ist mein Vater? Das glaube ich jetzt nicht, Nein, oder? Nein, Quatsch. Oder doch? Nein. Papa, warum hast du mir das denn nicht gesagt? Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, hätte er mir von vornherein das gesagt, dann wäre ich doch hingegangen und hätte einen Vaterschaftstest gemacht, um das auszuschließen. Aber er ist doch jetzt gerade eben erst damit rausgekommen. Also kann die ganze Sache doch nicht stimmen, also ich meine, von den Vaterschaftstests ist es ja immer noch nicht zu spät. Ich meine, vielleicht reicht es ja auch, wenn man einfach mal die Blutgruppen der beiden vergleicht. Vielleicht kann man sie dann gleich ausschließen. Wissen Sie noch, was haben Sie denn von der Blutgruppe? Wissen Sie das, Herr Gleisner? Null, glaube ich. Ja, bestimmt. Null, null. Und Sie, Herr Paulus? Keine Ahnung, Mama, weißt du das vielleicht? Oh, Leo, das tut mir leid, ich weiß das nicht so genau. Naja, können Sie nach. Sie sind ums Eck gleich im Krankenhaus, da können Sie nachher mal Ihr Blutgruppe bestimmen. Dürfte ich da vielleicht hingehen? Ich meine, das ist für mich ganz wichtig. Dürfte ich? Vielleicht bringt es ja auch ein bisschen mehr Ruhe in die Verhandlung. Ja, von mir aus gehen Sie, klar. Alles klar. Entlassen sind Sie ja sowieso als Zeuge. Ich danke Ihnen. Herr Gleisner, haben Sie wirklich niemals mit jemandem über all das gesprochen? Sicherlich ein Problem für mich gewesen. Also, da war damals die Geschichte mit dem Institut und ich bin jetzt etwas aufgeregt. Das kommt mir jetzt alles wieder hoch. Und ich habe auch Fotos gesehen, und wo Leonard drauf war. Und da ist mir aber nichts gekommen. Aber irgendwann, wo er aus Bosnien zurückkam, da denke ich, verdammt noch mal, der Bursche, der sieht ja so aus wie ich früher. Herr Gott, was hätte ich denn da sagen sollen? Wie sehr Sie das alles belastet hat. Erst der Weggang Ihrer Frau, dann die Alkoholsucht Ihrer Tochter und dann der Gedanke, Leonard könnte Ihr Sohn sein. Wenn man all das, Herr Gleisner, in sich hineinfrisst, dann kann ich schon nachvollziehen, dass einem da irgendwann mal die Sicherung durchbrennen. Ja, was wollen Sie denn da jetzt mit sagen? Es reicht jetzt aber langsam. Lassen Sie den Mann doch mal in Ruhe, Herr Vorländer. Er sagt selbst, er geht davon aus, dass Herr Paulus sein Sohn ist. Und Sie glauben, er wird wirklich seinem Sohn was antun, oder was? Ich lasse den Herrn Gleisner nicht in Ruhe, Herr Staatsanwalt. Ob Ihnen das passt oder nicht. Oh, das ist aber starkes Auftreten. Ich werde nur sachliche Fragen zulassen, Herr Verteidiger. Damit müssen Sie leider rechnen. Die Grenzen haben Sie momentan solche, vor allem jetzt an die Frau Paulus? Ich habe im Moment keine weiteren Fragen. Gut, dann bleiben Sie mal entlassen. Ja. Danke schön, Frau keine Paulus. Keine Fragen, danke. Doreen Erle, bitte. Frau Erle, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorn. Nehmen Sie bitte Ihr Platz. Zuallererst, Sie müssen natürlich als Zeugin hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Doreen Erlen, Sie sind 20 Jahre alt, Sie wohnen in Lüdenscheid, sind ledig, Auszubildende zur Bürokauffrau und nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Wie Sie wissen, wird ihm, also Ihrem Freund, vorgeworfen, da in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli diesen Jahres den Leonard Paulus mit dieser Kuhglocke niedergeschlagen zu haben. Sie waren, als das Ganze passiert ist, auch auf dieser Party, stimmt's? Ja, ich war die ganze Zeit mit Mirko zusammen. Und den da habe ich auch gesehen. Er ist zu der Party gekommen und hat mich total wütend gefragt, ob ich denn nicht wüsste, wo Leo abgeblieben ist. Und dann sah ich nur noch, wie er in diesen Schuppen rein ist. Das ist alles ganz interessant. Ich wollte aber was ganz anderes von Ihnen wissen. In erster Linie wollte ich wissen, wie das mit dem Angeklagten war. Ob der insbesondere so nachts um 2:30 mit Ihnen zusammen war? Ja, war er. Siehst du? Haben Sie es gehört? Kann ich ja jetzt gehen, oder?
Nee, nicht so voreilig, würde ich mal sagen. Und was haben Sie die ganze Zeit gemacht mit ihm auf der Party? Ja, was man auf Partys halt so macht, ne? Man trinkt was, unterhält sich, redet mit den Leuten. Genau, habe ich mir schon gedacht. Wir haben ein Problem. Wir haben die Partygäste ja befragt, ob im Laufe des späteren Abends man sie beide gesehen hat, mit ihnen gesprochen hat. Niemand hat mit ihnen beiden zusammen gesprochen. Das hätte doch der Fall sein müssen, wenn Sie hier die Wahrheit sagen, oder? Auf so einer Party, wo 20 Betrunkene sind, da kann sich einfach nicht jeder an irgendwas erinnern. Ja, aber die haben schon eine gewisse Erinnerung. Die wissen nämlich schon noch ganz genau, dass sie mit ihrer Freundin gesprochen haben. Es hat nur einer gefehlt. Ein wichtiger Gast hat gefehlt, mit dem keiner gesprochen hat, sie nämlich. Ja, Mensch, ich muss mich auch nicht mit jedem unterhalten. Mit keinem haben sie geredet. Herr Staatsanwalt, ist es nicht vollkommen irrelevant, ob sich jemand an meinen Mandanten auf dieser Party erinnern kann? Nein, entscheidend ist doch Folgendes, nämlich, dass die Frau Erlen das Alibi meines Mandanten gerade bestätigt hat. Das heißt, mein Mandant kann gar nicht der Angreifer sein. Kann er gar nicht, ja? Tolles Argument. Jetzt frage ich mich, Frau Erlen, sind Sie gar zu still, weil die beiden Herren dauernd reden? Was soll ich denn sagen? Sie hatten Ihren Freund also die ganze Zeit im Auge? Ja, ja, sag ich doch. Wissen Sie auch noch von wann bis wann? Ja, so um 2:30 auf jeden Fall. Und warum wissen Sie das dann so genau? Ja, weil... Weil um 2:57 einige mit dem Nachtbus gefahren sind. Und die haben die ganze Zeit genervt und gefragt, wie viel Uhr ist es denn und bla bla bla. Davon wissen wir das. Ist doch so, oder? Ja. Dann kommen wir doch mal zu einem ganz anderen Thema, Frau Erlen. Schauen Sie mal, das ist die rechte Hand Ihres Freundes. Können Sie mir sagen, ob er diese Verletzung schon am Abend der Party gehabt hat? Ich bin mir nicht sicher. Wo hat er die denn her, die Verletzung? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Wissen Sie, was er uns gesagt hat? Er sagt, er hat sich die Verletzung zugezogen, als er einen Tag nach der Party am 28. mit ihm gemeinsam beim Klettern gewesen sei. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Waren Sie dann mit ihm gemeinsam beim Klettern? Das ja, aber wann das mit seiner Hand passiert ist, das weiß ich echt nicht mehr. Mensch, natürlich erinnerst du dich. Jetzt sag denen doch, wie es war. Ich meine, wir waren zusammen klettern und ich bin abgerutscht. Hey, jetzt erzähl dem Richter, mal, was passiert Jaco. Ist. Ich habe keine Lust, mir ständig von dir vorschreiben zu lassen, was ich zu sagen habe. Ganz ehrlich. Ja? Ob das mit dem Leo, der Mirko war oder nicht, das weiß ich nicht so genau. Wir waren nicht die ganze Zeit zusammen. Sag mal, spinnst du jetzt komplett? So, ich habe Ihnen schon mal gesagt, Herr Reuter, ich will von Ihnen solche Dinge nicht hören, ja? Und Sie muss sich schon fragen, wieso haben Sie das alles nicht gleich gesagt? Es geht hier um eine gefährliche Körperverletzung, das ist kein Klacks, ja? Da müssen Sie sich genau überlegen, was Sie sagen oder nicht sagen. Das können Sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es tut mir leid, ich wollte nicht lügen, aber Mirko hat den Polizisten gleich gesagt, dass ich mit ihm zusammen war. Und er ist mein Freund. Was hätte ich denn tun sollen? Die Wahrheit sagen zum Beispiel. Wie war das jetzt mit seiner Hand? Ich bin mir nicht sicher, ob er sich die wirklich schon an dem Abend verletzt hat. Aber nachdem er wieder diesen dämlichen Streit mit Leo angefangen hat, habe ich gar nicht mehr auf ihn geachtet, weil mich das einfach total aufgeregt hat. Es ist jedes Mal das Gleiche mit ihm. Er ist also nicht beim Klettern abgerutscht? Doch. Nein. Wieso stellst du dich denn jetzt auch noch gegen mich? Du weißt doch, was mir passiert ist. Guck mich doch mal an, mein Bein, mein Gesicht. Ja, mein Bein, mein Gesicht, was ist damit, hä? Okay, du bist aus einem brennenden Haus gesprungen, aber ey, ich kann's echt nicht mehr hören. Was? Hey, weißt du was? Freu dich doch, dass du überhaupt noch lebst. Und freu dich, dass du eine Freundin hast wie mich, die ganze Zeit zu dir gestanden hat. Auch als du angefangen hast, über Leo herzuziehen. Und dabei war ich auch mit Leo befreundet. Was hat er denn über den Leo immer so gesagt, als er ihn hergezogen hat? Ja, dass der Leo halt dran schuld ist, dass Mirko sein Bein nicht mehr bewegen kann. Aus irgendeinem dummen Glauben heraus, ja, findet Mirko es total unfair, dass ihm bei dem Brand so viel passiert ist und dem Leo halt gar nichts. Und jetzt ist dem Leo halt wieder nicht so viel passiert und ja, Mirko kommt einfach nicht klar mit der ganzen Sache. Wie ich es vorhin gesagt habe, ne? Das Glück des anderen, das können Sie nicht ertragen, oder? Dass mein Mandant auf den Leonhard Paulus nicht besonders gut zu sprechen ist, das ist ja keine Neuigkeit. Aber seine Schuld beweist das nicht. Nein, nein, vielleicht nicht. Aber er findet doch kein Alibi, wenn er gar keins braucht, weil er unschuldig ist, oder? Da hat Herr Rohwedder sich falsch verhalten. Aber das ist aus Angst passiert. Man könnte ihn für den Schuldigen halten. Ich halte ihn für den Schuldigen, Herr Vollender, weil er schuldig ist. Herr Richter. Haben Sie Ergebnis? AB, es kann nicht mein Vater sein. Ich habe ihn auch extra nochmal nachgefragt. Es geht gar nicht. Wir sind zusammen. Also gut, dann hat sich wenigstens der Teil, der zwar nicht zur Sache tut, den Wohlgefallen aufgelöst. Das können Sie später noch feiern. Jetzt nehmen Sie mal Platz, ja. Hallo wieder.
Haben Sie alles gehört? Hm? Kein Alibi? Kein Abrutschen beim Klettern? Wollen Sie noch was sagen zu dem Ganzen? Ich habe nichts mehr zu sagen, ich war es nicht. Noch Fragen an die Frau Adel? Keine Fragen. Dann bleiben Sie unvereidigt. Sie dürfen bitte auch hin Platz nehmen. Ich habe ja noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Der kommt hiermit zur Verlesung. Keine Eintragung, also keine Vorstrafen, noch Anträge, noch Erklärungen. Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, das Springen aus dem Fenster seinerzeit war wohl der freie Wille des Angeklagten. Die Verletzungen, die schlimmen Verletzungen wären wohl auch nicht besser geworden, wenn der Paulus auch gesprungen wäre. Nur das berühmte geteilte Leid, das wäre dem Angeklagten dann zuteil geworden. Wenn er da heute partout nicht drüber hinwegkommt, muss er sich professionelle Hilfe holen. Er kann aber nicht in der Form mit der Kuhglocke über Herrn Paulus herfallen. Dass das so war, steht für mich außer Frage. Ich sage nur als Stichwort das falsche Alibi. Ich sage als Stichwort die angebliche Kletterverletzung und als Stichwort noch das ganz klare Motiv. Gefährliche Körperverletzung, so wie angeklagt. Ich denke, dass hier, wir haben kein Geständnis, 2 Jahre Tatenschuld angemessen sind. Der Angeklagte ist, wie gesagt, nicht drüber hinweg, dass solche Aktionen, solche Reaktionen vom Angeklagten wiederkommen. Davon müssen wir leider ausgehen. Wir können sich sicher ausschließen. Deshalb keine günstige Prognose. Bewährung kommt nicht in Betracht. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ein Tatnachweis kann gegen meinen Mandanten nicht geführt werden. Darüber kommen Sie nicht hinweg, auch wenn Sie, wie Sie es vorhin sagten, meinen Mandanten für den Schuldigen halten. Das reicht eben nicht für eine Verurteilung. Und ich erkläre Ihnen auch gerne, warum. Zunächst einmal der Umstand, dass mein Mandant nicht besonders gut auf den Leonard Paulus zu sprechen war. Das beweist nicht seine Schuld. Was haben wir sonst? Das geplatzte Alibi. Das macht aus meinem Mandanten auch noch lange keinen Täter. Der Geschädigte selbst, der Herr Paulus, hat nicht gesehen, wer auf ihn eingeschlagen hat. Und die Beobachtungen von dem Herrn Gleisner, ja, die muss man wirklich mit allergrößter Vorsicht bewerten. Ich halte es nach wie vor für die plausibelste Möglichkeit, dass Sie, Herr Gleisner, diese Tat begangen haben. Wie schlecht Sie auf den Herrn Paulus zu sprechen sind, wie rasend vor Wut Sie werden können, wie ungehalten Sie werden können, das haben Sie, glaube ich, hier in der Verhandlung uns allen eindrucksvoll mehrfach gezeigt. Aus Mangel an Beweisen beantrage ich für meinen Mandanten deshalb Freispruch. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Herr Uwe, Sie haben beide Anträge gehört. Sie können jetzt selbst noch was sagen und Sie haben das letzte Wort. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Mirko Rohwedder ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung in § 223 Absatz 1 zu 24 Absatz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt, deren Verstärkung zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Der Staatsanwalt hat im Grunde so gut wie alles gesagt. Noch kurz zum Tatnachweis. Sie haben Motiv, natürlich. Sie sind irgendwie nie damit zurechtgekommen, dass Sie verloren haben und der Herr Paulus nicht bei diesem Sprung damals aus dem brennenden Haus. Natürlich gibt es auch andere Menschen, die ein Motiv gehabt hätten, da haben Sie ganz recht. Der Herr Gleisner vielleicht, der war super erbost, dass seine Tochter an dem Abend wieder getrunken hat und dass der Leonhard Paulus das nicht verhindert hat. Aber es passt nicht zusammen. Wenn er tatsächlich den Herrn Paulus verletzt hätte, von hinten, sodass man ihn nicht bemerkt, dann wäre er doch nicht am Tatort geblieben und hätte sofort den Rettungsdienst angefordert. Dann wäre er mit Sicherheit erst mal abgehauen. Aber was für mich mitentscheidend war, sind die Spuren. Die Spuren, die wir haben, mal abgesehen davon, dass ihr Alibi geplatzt ist. Wir haben diese Verletzungen an ihrer Hand und wir haben Hautpartikel und Hautspuren dort am Gurt gefunden. Und diese Hautspuren, die sind da drauf, nicht wenn man einfach die Kuhglocke irgendwie mal in die Scheune trägt, sondern die können passieren, wenn man aus irgendeinem Grund hier abrutscht, wenn man mit grober Wucht oder Gewalt dieses Ding schwingt. Und das passt eigentlich zum Tatablauf. Und deswegen bin ich überzeugt, dass nur Sie das gewesen sein können. Ich bin allerdings der Meinung, dass hier eine weit geringere Strafe ausreichend ist. Die Folgen sind nicht allzu gravierend gewesen für Sie. Und deshalb meine ich, dass 8 Monate mit Bewährung ausreichend sind. Es ergeht der Beschluss, die Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Dem Angeklagten wird auferlegt, an den geschädigten Leonhard Paulus ein Schmerzensgeld von 1.000 Euro in monatlichen Raten von 50 Euro zu bezahlen. Mehr geht nicht bei einem Student. Ja. Die Höhe des Schmerzensgelds bemisst sich nicht nur nach ihren Verletzungen, sondern auch nach seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und drittens, der Angeklagte wird während der Bewährung der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers unterstellt. Das ist bei einem 21-Jährigen vom Gesetz so vorgesehen. Und ich meine, Sie sollten das nutzen, mit dem Bewährungshelfer gemeinsam zu eruieren, ob Sie nicht wirklich Hilfe in Anspruch nehmen, Hilfe, damit Sie darüber wegkommen, dass es nun mal so ist,
dass das Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist und dass sie das nicht ändern können und dass sie nicht für Dinge andere verantwortlich machen können, für die auch andere nichts dafür können. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen.